Wie schön es in Rheinland-Pfalz ist, haben wir euch ja schon öfter gezeigt. Heute geht es wieder in die Pfalz, aber zum ersten Mal zeigen wir euch einen Teil vom bekannten Pfälzerwald. Herzlich willkommen zu unserem Video aus der Gegend um Landau, also dem südlichen Rheinland-Pfalz. Wir verbinden gerne Servicetermine für unser Wohnmobil mit einem Ausflug, so passt Nützliches mit Freizeitvergnügen gut zusammen. Die Rückwärtskameras, über die wir ja schon in anderen Videos berichtet haben, wollten wir etwas anders eingestellt haben, so suchten wir in Landau erstmal die Firma Karatec auf. Nach dem wieder einmal perfekt durchgeführten Service ging es dann weiter in den Pfälzerwald. Erstes Ziel war Annweiler am Trifels. Wir dachten, dass die örtliche Burg Trifels sicherlich einen Ausflug wert ist. So, als da auch der Regen kann uns nicht abhalten. Nein, wir gehen jetzt trotz Regen oder eine kleine Regenpause ist jetzt, aber es tröpfelt immer wieder. Mal schauen, ob ich gleich mein Regencape rausholen muss oder nicht. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in Annweiler am Trifels und der liegt im Pfälzerwald. Genau, und dann schauen wir mal, was der Trifels ist. Das ist nämlich eine Burg, die da oben aus dem 11. Jahrhundert stammt. Ja. Genau, und die wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Es ist keine große Wanderung, aber wir passen uns dem Wetter an. Genau, gemütliche Tour. Ja, werden wir gleich feststellen. Das, was ihr in meinem Gesicht seht, das sind keine Regentropfen. Das ist Schweiß. Sehr kurz, aber anstrengend. Ja, und natürlich wie üblich, wir laufen jetzt nach Komoot. Also Helle hat Komoot auf seinen Hörgeräten, also sprich im Ohr. Jawohl. Und irgendwann sagt er dann zu mir vom, wie heißt's, nicht mehr auf dem Weg oder wir haben die, wir haben die Tour verlassen. Wir haben die Tour verlassen. Okay, also Kommando zurück und schauen, wo dann die richtige Tour wieder weitergeht. Und jetzt waren wir vorhin, zeig mal runter, Helle. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja. Ja, da unten sind wir gestanden. Dann haben wir uns schon überlegt, ob wir hier diesen Weg hochkommen sollen. Aber das sieht so steil aus. Da haben wir uns entschieden, wir laufen den richtigen Weg. Und was soll ich sagen? Wir stehen jetzt genau da, wo wir vorher wieder hochkommen wären. Ja, passt. Das passt, ja. Und jetzt gehen wir nur ein Stückchen weiter. Irgendwann werden wir ja auch bei der Burg ankommen. Ja, auf jeden Fall ist schön im Wald, wir sind ganz alleine. Mhm. Wunderbar, weit und breit, keine Menschenseele. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt im Hintergrund, Vögel zwitschern. Jawohl. Und was ihr sonst noch so hört, das sind Regentropfen, aber ich glaube, es regnet gar nicht, sondern das ist alles noch auf den Bäumen, die runtertropfen. Also so fühle ich jetzt kein Regen, oder? Gell, du? Nein, das ist Schweiß, was ich auf der Stirn habe. Hart erarbeiteter Schweiß. Ja, aber macht Spaß und deshalb gehen wir jetzt weiter. Genau. So, und jetzt sind wir oben angekommen. Nein, noch nicht.
Fast. Es geht fast. Noch ein Weilchen. Nicht mehr so kleinlich sein. Und treffen wir auf eine Tafel und da finden wir die geballte deutsche Konstanzer und Nürnberger Geschichte. Kurz zusammengefasst. Ja, der Barbarossa, so heißt auch das Lokal, was hier ist, der hat im 12. Jahrhundert gelebt. Und da steht jetzt gerade, dass der Salier, der letzte Salierherrscher von den Saliern, der hat hier die Reichsinsignien aufbewahrt, bis der neue König von Deutschland gekrönt ist. Das war dann der Friedrich II., der Enkel von Barbarossa. Und das war das Ende der Welfenherrschaft in Deutschland. Und diese Krönungsmäntel und diese ganze Sache, die sie da bei der Zeremonie gebraucht haben, die sind jetzt leider nicht mehr hier auf der Triflesburg, sondern die kamen dann erstmal nach Nürnberg. Richtig. Und jetzt sind sie in Wien und da kann man sie anschauen im Kunsthistorischen Museum. Wenn die alten Klamotten interessieren. Genau. Also wir sind jetzt auf jeden Fall am Triflis und da gehen wir jetzt sogar hoch, oder? Ja klar, gehen wir jetzt zur Burg. Also. Und dann sehen wir weiter. Genau, dann sehen wir wieder runter. Das da unten ist Annweiler. Ganz schöner Weg darauf. Annweiler am Trifels heißt es genau. Das treibt dann schon den Schweiß raus. Geschafft. Das ist schon ganz schön anstrengend. Aber jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Mal schauen. Foto gegen die Sonne, ob das überhaupt was wird. Sieht sehr dunkel aus. Also jetzt müssen wir nochmal zwei Sachen klarstellen. Das erste ist, wenn ihr jetzt meint, jetzt gibt es nur noch langweilige Wanderungen auf unserem Kanal, dem ist nicht so. Wir sind auch bald wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Aber im Moment ist es bei mir noch etwas schwierig gewesen, denn ich sollte 6 Monate nach der Operation nicht Fahrrad fahren, wegen Bruchgefahr, denn ein Beinbruch wäre jetzt fatal. Und stürzen kann man beim Fahrrad immer. So, und das Zweite ist, wer meint, jetzt gibt es lauter Burgbesichtigungen, das ist auch nicht richtig. Nein, wir haben uns entschieden, diese Burg jetzt nicht anzuschauen, denn alle Burgen und Schlösser können wir nicht anschauen, wollen wir uns auch nicht anschauen. Außerdem hat man hier jetzt sowieso keine Fernsicht, wie es aussieht. Und der Regen hat sich angekündigt, sodass wir es bevorzugen, wieder halbwegs trocken ins Wohnmobil zurückzukommen. Ja, es ist richtig schwül. Also ich finde es sehr, sehr schwül. Und ja, du? Ich auch. Und, und die schwarze Wolke kommt näher. Ja. Deswegen machen wir uns wieder auf den Rückweg. Weg nach unten. Mhm. Unser Ziel, eine Wanderung zur Burg hoch, das haben wir ja erreicht. Ja, genau. Und die war sogar richtig toll. Ja, schön. Und jetzt können wir runter und dann schauen wir weiter. Ja, genau.
wir sind jetzt ganz alleine im Wald unterwegs. Wenn man so allein und einsam im Wald ist, dann muss man sich natürlich auch wappnen. Es gibt hier wilde Tiere und ab und zu will man auch mal eine Vesper machen und dann braucht man Brotzeitmesser. Und deswegen habe ich jetzt immer das da dabei. Das ist ein Hellemesser. Also wie auch immer ihr heißt, habt ihr auch ein Messer dabei, was mit eurem Namen bestückt ist. Übrigens vielen Dank an den Martin, der mir das gegeben hat. Ist ein richtig tolles Messer. Herzlichen Dank dafür. So, das war schon eine schöne Wanderung. Aber ich bin geschafft. Ich bin froh, dass wir zurück sind beim Gustl. Und gut getan hat es auf jeden Fall. Wir sind jetzt fit fürs Fußballspiel. Und ich hoffe, unsere deutschen Mitspieler auch. Das hoffen wir. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, und schauen Sie uns an. Ja. Ihr wisst das Ergebnis schon, wir wissen es noch nicht. Verstehst du es nicht? Bis das Video rauskommt, ja. Hab's jetzt kapiert. Jetzt hast du es verstanden. So, jetzt geht's gleich los. Wir sind schon ganz aufgeregt, ja. Alle Fanartikel hervorgeholt. Und das Beste an dem ist, der erste FC Nürnberg kann diesmal nicht verlieren. Ja, also das Fähnele musste jetzt natürlich auch aufgehangen werden. Und jetzt freuen wir uns auf das schöne Spiel. Also wir hoffen, es wird ein schönes Spiel. Und jetzt wollen wir nicht mehr gestört werden, gell? Jetzt genau, wir müssen, jetzt leider nämlich Daumen drücken, ganz fest. Also, wir müssen jetzt leider abschalten. Ja. So, wir fahren jetzt weiter von Annweiler am Trifels. Das ist ein ganz netter Stellplatz an der Straße allerdings. Ja, es dürfte Kreisstraße oder sowas sein. Tagsüber, kommen schon einige Autos vorbei, auch ziemlich schnell. Aber nachts war es absolut ruhig. Na, ab und zu ist einer kommend. Also ich habe nichts gehört. Ja, hast du ja fest geschlafen. Aber die Versorgung ist okay, 10 Euro kostet der Platz. Also, pro Tag oder pro Nacht, ja. Auf Vertrauensbasis schmeißt man da in einen Kessel rein, also das finde ich, in Ordnung. Wir machen das natürlich ordentlich, ja, für 2 Tage zahlen wir, ja. Ja, genau. Und man kann also hier direkt zur Burg Trifels hochlaufen. Was wir ja gemacht haben. Und dann ist hier ein kleiner Park, drehen wir uns mal ein bisschen. Da ist Minigolf, Konzertmuschel, Lamas. Eine Kneippanlage gibt es, allerdings ohne Wasser. Also, als ich da kneipen wollte, war kein Wasser drin. Ja, und Spielplatz gibt es ja auch da. Es ist ganz nett hier, man kann hier gut stehen. Also es gibt nichts zu meckern eigentlich. Ja, ja. Und der Ort ist ja auch nicht weit entfernt. Das ist ja gerade hier um die Ecke. Aber das ist wahrscheinlich, weil es ein trockenes Jahr ist, deswegen gibt es kein Wasser in der Kneippanlage. Ja, schon möglich. Ja, wir sind fast weggeschwommen, so hat es geregnet. Ja, so, wir entsorgen jetzt hier noch. Und dann fahren wir schon wieder weiter. Genau. Aber wir verlassen nicht die Pfalz, wir fahren zum nächsten. Ja, und da hoffen wir, dass das Wetter so weit mitmacht, dass wir eine kleine Wanderung wieder mal machen können. Aber die sollte auch ganz nett werden. Mal schauen. Jo, bleibt einfach dran und kommt mit. Genau. Von Annweiler aus fahren wir weiter Richtung Pirmasens. Bekannt ist dieser Landstrich durch seine ehemalige Schuhindustrie, von der allerdings so gut wie keine Produktion mehr vorhanden ist. Unser Ziel ist Hinterweidenthal. Von dort wollen wir morgen eine Wanderung zum bekannten Teufelstisch unternehmen. Musik.
Jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen. Eine Stärke meiner Frau ist, dass wenn man mit ihr was vereinbart, dann wird es auch durchgezogen. Der Nachteil ist, wenn man eine Wanderung vereinbart und es ist Scheißwetter, dann muss man trotzdem los. Bei Schönwetter kann jeder wandern. Und außerdem, jetzt momentan regnet es nicht und dieses Zeitfenster wollen wir jetzt ausnutzen. Und wenn wir Glück haben, dann kommen wir sogar trockenen Fußes am Teufelstisch an. Dann schauen wir doch mal, wie heute mir das Glück ist. Schauen wir mal. Also los geht's. Das ist er, der Teufelstisch. Wir müssen noch rumlaufen. Aber es war sehr steil und wie ihr merkt, ich brauche erst wieder etwas Sauerstoff. Ja, war sehr steil und der ist deutlich größer, als ich das gedacht habe. Also das ist ja echt irre. Da gibt es eine Geschichte dazu. Ursi, kennst du die noch? Ja, so halbwegs. Die Ursi, erzählt es euch. Ich habe mir das nicht angeschaut. Ja, also das habe ich jetzt irgendwie nachgelesen. Ich weiß nicht, ob es mehrere Geschichten gibt. Also diese eine Geschichte, die geht folgendermaßen. Hier soll irgendwann mal der Teufel gewesen sein. Und da er irgendwie Hunger verspürte und nirgends etwas fand, hat er sich hier eine Platte und zwei Säule genommen und hat sich hier einfach einen Tisch aufgebaut und hat da dann dran gefäspert. Irgend so ein Jüngling hier in der Gegend hat es nicht geglaubt und ist dann irgendwann nachts nach oben gegangen und wollte das sehen, aber die Bewohner hier in der Ortschaft haben dann irgendwann einen fürchterlichen Schrei gehört und der Jüngling wurde nie mehr gesehen. Und seitdem heißt es Teufelstisch. Doch wieder eine nette Geschichte, oder? Ah ja. So, an den Teufel glaube ich so und so nicht so in Person, ja. Und sie scheint da nicht so zu sein, wie die Ursi gerade erzählt hat. Das sind die verschiedenen Gesteinsschichten, die sich da rausgewaschen haben. Ja, genau. Um welche das sich jetzt genau handelt, das weiß ich jetzt nicht. Also das müsst ihr selber nachlesen oder einen Geologe befragen. Auf jeden Fall ist das halt im Laufe der Jahrhunderte einfach so rausgewaschen worden. Genau. Ja, es sieht einfach super toll aus. Klasse Natur. Ja, und dass man nicht so an den Teufel glaubt, deswegen gibt es den Teufel natürlich trotzdem, aber der steckt mehr in den Personen, als dass es den als eigenständige Person gibt, so zumindest unsere Überzeugung, oder? Ja, genau so ist es. Einer steckt zurzeit in Russland übrigens. Oh ja, okay, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, denn wir wollen jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Genau, und da denkt man nicht an den Teufel. Nein. Nur ganz kurz am Teufelstisch. So, jetzt sind wir in der Teufelsküche. Und wir stellen mal fest, der Teufel stapelt gerne Steinmännchen. Also, gut, zack. So, wenn wir in Teufelsküche sind, zum Essen haben wir leider nichts dabei, aber zum Trinken. Oh, machen wir eine kleine Trinkpause, ja? Genau, wenigstens das. Es ist zwar zum Glück nicht heiß, aber durstig wird's, wenn man da so hoch karaxelt. Ja, genau. Opa. So. Schön die Pflanze auch sind, aber sie zu berühren ist nicht ratsam.
schau, ob ich da noch hochkomme. Jawoll! Na, super! Aber wir sind noch nicht an der Stelle, wo steht schöne Aussicht. Und da wandern wir jetzt noch hin. Anstrengend, oder? Für mich ist das alles der Platz. Wow! So, jetzt haben wir uns hochgekämpft zur schönen Aussicht. Ja, also. Und da haben wir schon schöne Aussichten gehabt zwischendurch. Ja, mit viel Bäume zum Teil natürlich. Ja. Aber die ist auch ein bisschen zugewachsen. Dieser Aufstieg hat es jetzt eigentlich auch noch ganz schön in sich gehabt. Ja. Also das Päusle haben wir uns jetzt eigentlich wirklich, wirklich verdient. Also der Himmel, die Wolken haben gehalten, im Gegensatz zu meinen Schweißdrüsen, die haben rausgelassen. Aber das sind jetzt die letzten paar hundert Meter und da geht es jetzt hauptsächlich bergab. Na, mal schauen, was der Helle eingegeben hat. Und dann gehen wir unter die Gusteldusche. Ja, das auf jeden Fall, die steht an. Und zwischendrin hatte man sogar leicht Sonne. Also, so wie es aussieht, werden wir das trockenen Fußes schaffen. Ja. Und jetzt kriege ich meine Flasche nicht auf. Und das Beste, wieder mal so fest zutritt. Das Beste von allem ist, die Ursi hat gesehen, wie tapfer ich wandere. Ja, das ist und ja echt klasse, gesagt, oder? Du kriegst morgen ein paar Wanderschuhe. Ja, weil er hat da so alte Latscher gemeint, das reicht aus. Das sind aus. Gute Schuhe. Ja, ja, und ich hab gesagt, das ist keine Wanderschuhe, da kann man spazieren laufen. Er hat es jetzt selber eingesehen und morgen schauen wir, dass wir für ihn auch ordentliche Schuhe bekommen. Wir sind nämlich in der Nähe von der Schuhmeile in Hauenstein. Das ist so ein Outlet. Da gibt es Schuhe, ich glaube, umsonst, oder? Nicht ganz, fast umsonst. Von was träumst du sonst? Fast umsonst. Und da kann ich mir dann auch welche leisten. Und, ja, ja. Krass, der Mann. Okay, so. Jetzt genießen wir hier noch den schöne Aussicht auf dem Pfälzer Wald. Ja. Und ja, es ist total grün hier alles. Also ich weiß nicht, hier ist, glaube ich, mit kein Waldsterben, glaube ich, nicht so. Das ist ein Mischwald, alles Mischwald. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, sieht besser aus als in, wo ist das, im Harz? Im Harz muss es so schlimm aussehen. Also hier im Pfälzerwald, wenn ihr einen intakten Wald sehen wollt, kommt hierher, kommt da in ist so und so sehr schön. Also. Ja, also das, was wir bisher gesehen haben, ist wunderbar. Ja. Man kann sich richtig austoben. Ja, wandern. Oder so. Da, wo wir jetzt stehen, das ist hinter Weidendal und es waren jetzt über 12 Kilometer Wanderung, also das war schon mit Schmackes, ja, und auch ein bisschen Steigungen drinnen, aber eigentlich hat es sich sehr gelohnt. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen erholt, die Ursi ist jetzt gerade noch am Duschen und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was für ein Wohnmobilstellplatz da ist. Gegenüber ist auch noch eine Freifläche. Der Wohnmobilstellplatz eigentlich ist komplett leer. Da stehen ein paar BKWs und man fragt sich, warum gegenüber eigentlich mehr BKWs stehen, als es jetzt hier auf dem offiziellen Parkplatz der Fall ist. Und dann schaut man hier auf den Parkscheinautomat.
Und dann sieht man, die Womo-Tageskarte für 24 Stunden kostet 8 Euro. Und der Parkplatz gegenüber ist legal und kostet gar nichts. Wo stellt man sich jetzt dahin als guter Wohnmobilist? Die Frage haben wir uns nicht lange überlegt. Wir haben uns auf den freien Platz gestellt. Da waren wir heute Nacht auch gut gestanden und die 8 Euro, die wir uns gespart haben, die setzen wir jetzt lieber im Pfälzer Wein und in Pfälzer Kirschen um. Sind es besser angelegt als auf dem Parkplatz, der eh keine Versorgung bietet. Wenn eine Versorgung dabei hätte, dann hätten wir es natürlich anders gemacht, das ist klar. Aber ohne Versorgung. Ich denke, der Parkplatz ist auch nur mehr, wenn er ausgelastet ist, für die Wanderer. Denn am Wochenende ist da sicherlich ganz schön was los. Das ist nämlich ein tolles Wandergebiet. Aber wenn man Rentner ist, dann kann man das natürlich auch unter der Woche machen und wir waren ziemlich allein im Wald. Also ganz wenig Leute sind uns begegnet. War echt schön und auch vor allen Dingen schön ruhig. Vor unserer Heimreise wollten wir noch der sogenannten Schuhmeile in Hauenstein einen Besuch abstatten. Wir dachten, dass die Schuhmeile so eine Art Outlet-Sender ist. Das ist allerdings so nicht zutreffend. Ein Wohnmobilstellplatz direkt an einem der mehreren Einkaufszentren bietet sich zum Übernachten und Bargen an. So, und nach so einer Wanderung, da hat man sich dann auch mal am frühen Abend einen Schluck Pfälzer Wein verdient. Jawohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir stehen übrigens schon an der Schuhmeile. Morgen geht's los. Ja, hier gibt's einen Stellplatz. Und wir haben Angst gehabt, da stehen schon, weil die ist nur für 12 Wohnmobile. Wir haben Angst gehabt, da sind schon 11 oder so, ja. Und jetzt ist kein einziger da. Also dann haben wir eine ruhige Nacht. Genau, und jetzt versprommen wir und genießen unseren Pfälzer Wein. Genau. So, das hat sich gelohnt für die Schuhmeile und für uns. Wir haben schwer eingekauft. Ein paar Wanderschuhe. Und da gibt es ja tatsächlich ein bisschen Prozent, aber es ist nicht so wie ein Outlet. Und Textilien kann man auch einkaufen. Da haben wir auch was gefunden. Also, es sind 5 Einkaufszentren und alle bieten Sportartikel und normale Schuhe an, aber es ist kein Outlet in dem Sinn, dass man sich da ein riesen Schnäppchen erhofft. Ich sag mal, 150 Kilometer fahren wir, um zur Schuhmeile zu kommen. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendig, aber 150 Kilometer fahren, um 2 Wanderungen zu machen und die Schuhmeile dann dabei zu besuchen, das lohnt auf jeden Fall. Und nicht, dass jetzt jeder denkt, der mit der Ursi eine Wanderung macht, der kriegt dann ein paar neues Wanderschuh. Das Privileg ist nur mir vorbehalten. So, das war unser Besuch in der Pfalz. Jetzt schauen wir mal, ich probiere das aus, was jetzt die Firma Karatec eingebaut hat, wie sich das jetzt verändert. Und das kommt dann in einem separaten Video. Für uns war das jetzt ein schönes Wochenende. Das Wetter hat wunderbar gepasst. Wir haben 2 schöne Wanderungen gemacht. Ich bin jetzt wieder gut ausgestattet und ja, wir verabschieden uns aus der Pfalz und melden uns bald wieder von einer anderen Location. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da und ansonsten verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!